Ey Leute, der Griven, willkommen zur nächsten Runde von Islanders oder Isländers. Keine Ahnung, immer noch nicht, wie man das richtig ausspricht. Wir machen weiter mit unserer nächsten Map. Und das ist wirklich mal eine Insellandschaft hier. Holy shit. Dann gucken wir mal, ob wir unseren Highscore irgendwie trotzdem noch weiter knacken können. Weiß gar nicht, wo ich hier zuerst bauen soll, ey. Erstmal gucken wir, was wir bekommen. Ach, ein Wasserplateau, ne? Das passt ja quasi bei der Map. Ein Sägewerk. Und ein Baum, okay. Hier könnten wir 17 bekommen, 18 sogar. Machen wir mal so. Wir müssen immer dran denken, jeder noch so kleine Punkt zählt. So, Holzfällerpack, Steinmetz. Hier in der Ecke. 7 Punkte ist, glaube ich, das Maximum, was wir hier kriegen. Oh, da würden wir 8 sogar kriegen, okay. Ich würde aber vorschlagen, wir machen hier einen Holzfäller hin. Und auf jeden Fall hier. Damn, ich habe sie zu weit weggemacht. Ja, ne, ist eindeutig viel zu weit weg. Sheet. Shoot. Ich dachte, das hat einen größeren Radius, ehrlich gesagt. Dann machen wir es lieber hier hin. Naja, eins muss ich irgendwo hin machen, oder? Hier kriege ich gar keine Punkte. Dann nehme ich noch das hier. So. Ach du Scheiße. Eine Stadt. Ich weiß gar nicht, wo wir hier eine Stadt hinbauen sollen, ey. Wir nehmen mal die Brauerei. Da können wir hier unten nämlich was machen. Wir müssen wirklich mit den Plateaus gucken, dass wir hier so ein bisschen eine Fläche aufbauen, wo wir halt die Stadt drauf bauen können. Ich meine, wir kriegen 20 Punkte von dem Zeug. Das ist eigentlich gar nicht so bad. Die Brauerei. Algenfarm. So, noch ein Sägewerk, noch ein Holzfäller. Also wir kriegen auf jeden Fall hier gut was hin. Den kriegen wir hier sogar noch einen hin. Wenn wir dann hier in der Mitte ein Sägewerk machen, haben wir wenigstens die beiden noch mit drin. Fürs Sägewerk reicht es dann aber, glaube ich. So, ich bin mir echt noch nicht sicher wegen der Stadt. Hier unten könnten wir auch ein Hauptfeld noch machen, dann. Statue, Lagerturm, Markt, Stadtzentrum, Plateau. Okay.
sind auch noch ziemlich weit entfernt von der nächsten Map. Wenigstens die müssen wir irgendwie hinkriegen. Und ich hoffe mal, das reicht jetzt hier überhaupt noch. Da habe ich schlecht gebaut, glaube ich. 17. Kann ich hier so ein Hauptfeld hin machen? Ja, geht sogar. Scheiße. Okay. Ja, damn, ich habe das hier zu nah rangebaut, glaube ich. Nicht mal hier geht's hin. Das ist echt schon heftig. Müssen wir es echt hier hinbauen und dann, ja, so leid es mir tut, oder können wir hier, kriegen wir 5 Punkte, das reicht nicht. Oh, okay, dann müssen wir hier hinbauen. 9 Punkte reicht gerade so. Aber wir hatten sogar noch einen übrig. Okay. Mühle und Feld. Landwirtschaft, wir haben absolut keinen Platz. Ne, dann müssen wir jetzt wirklich mit der Stadt anfangen. Das ist wirklich ärgerlich hier. Wir bräuchten hier eine andere Passform. Das hier gar nicht so bad ist. Es ist nur die Frage, wo machen wir unsere Villen hin? Eigentlich wollten wir das ja immer Moment, Schamane, Plateau, Turmvilla, Tempel, Juwelier. Okay. Da wir jetzt mehr von denen hier haben, würde ich sagen, machen wir die erstmal hier hin. Aber das Haus woanders hin machen. Wir können ja erstmal gucken. Schamane. Ich brauche mehr von den Plateaus. Ich würde sagen, versuchen wir mal hier hinten noch eine Stadt zu machen. Die wollen nicht am Stadtzentrum sein. Am Arsch der Welt? Nee. Gefällt es denen auch nicht. Obwohl wir hier Minus haben, machen wir hier trotzdem 14. Was eigentlich gar nicht so bad ist. Und vielleicht kommen wir dann hier noch ein bisschen näher ran. 9. Nee, dann machen wir 14. Ein paar Villen. Dann haben wir hier das nächste Stadtzentrum. Da müssen wir jetzt die Häuser hier drumherum bauen. Echt wenig Platz hier. So, Stadtzentrum, Lager, Statue, Hütte. Algenplateau. Ein Holzfäller. Da kann noch einer hin.
nochmal so ein Hopfenfeld. Die hatten wir ja geguckt, hier finden wir nichts. Ne, ich würde mal anfangen, dann das hier hinzubauen, oder? Wir sind ja schon beim nächsten Punkt. So, was haben wir denn hier? Ein Brunnen ist gut. Wir müssen unbedingt noch zur nächsten Map kommen. Ich weiß nicht, ob das hier was wird, du. Ich hoffe mal, ich krieg dann das andere Plateau da noch ein. Sonst wäre das echt ärgerlich. So, Sägewerk, Holzfäller, Lager, Mühle nicht. Ganz weit weg. Nee. 9. Hm. Hier oben ist sogar eine 10. So, machen wir mal einen Brunnen hin. Und dann machen wir hier auch einen Brunnen hin. Echt so ein kleines Puzzle hier immer bei dem Spiel. So, wir haben schon das nächste Pack freigeschaltet. Ein Park. Oh ne, kein Resort. Ne, 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 Stadtmauer. Aber Parks sind noch die guten Sachen. So, es gab auch ein Update. Angeblich sind jetzt auch ein paar neue Gebäude am Start. Muss ich erstmal gucken, ob wir die mal finden. Beziehungsweise, ob die uns zugesteckt werden. Bin mir nicht sicher, ob das hier der einzige Platz ist, wo wir die Dinger hier bauen können. Nochmal so ein Steinmetz. Ich glaube, den kriegen wir aber hier drüben noch hin, ne? Verdammt, ich hab's nicht groß genug gemacht. Ich dachte, das passt hier rein. Ein bisschen mehr Abstand lassen müssen. Ja, die sind gleich groß, ne? Ja. Ich glaube, ich die Häuser ein bisschen weiter auseinander machen müssen. Hier kriegen wir das auch nicht rein. Es gibt irgendwie leider nicht genug passende Puzzleteile hier. So machen. Oh Gott, kein Plateau. Dann nehmen wir doch mal das Landwirtschaftspack und einen Turm. Oh, wir haben zum Glück gleich die neue Insel. Och, das ist auf jeden Fall gut zu wissen. Fischer. Da war die 11. Hier ist eine 13 sogar. Hm.
26 Punkte. Na, hier ist jetzt ein normales Feld. Das wird jetzt interessant. Nicht so viele Felder hinbekommen, leider. So, Häuser. 17. 17 ist gut. Nochmal 18 sogar, die nehmen wir. Ein Schamane. Der wird natürlich ein bisschen blöder. Wir können den hier hin machen. Dann haben wir noch eine Hütte. Gucken wir, ob wir die da hin machen können, wo wir die anderen gemacht haben. Mit 9, das ist okayisch. Lager. Keine Ahnung, ob ich da genug Platz habe. Noch ein Stadtzentrum. 30. Das nehmen wir. Das Lager. Ich glaube, ich habe hier drüben mehr so eine Zeugs. Auch nur 9. Hier sind wir bei 7. Das ist echt knapp bemessen hier. Mal ganz kurz gucken. Lager findet Markt, Mühle, Fischer. Eigentlich werden wir hier ganz gut bedient, wenn wir es hier hinkriegen. ...29, das nehmen wir doch. So, was haben wir noch? Zirkus. Da brauchen wir aber nochmal... Ja. So, da haben wir ja die Parks hingemacht. Sich jetzt nicht gerade sonderlich viel, aber wir haben die nächste Insel freigeschalten, von daher alles gut. Müssen wir leider hier hin machen. Warum gehst denn du da nicht hin? Ach, bestimmt, weil das nicht auf dem hier geht. Ah, okay, okay. Können wir denn hier noch irgendwas machen? Da ist noch ein Millimeter, oder? Da war leider eine 16, die habe ich nicht bekommen. Damn. Die 11 nehme ich. So, wir haben noch eine Hütte. Dann haben wir theoretisch noch ein Plateau. Was kriegen wir hier noch Neues? Oh, Markt. So, Haus, Villa, Statue, Fischer. Da müssen wir mal ganz kurz gucken. Ja, den kriegen wir hier. Ich wollte sagen, der geht nicht auf so ein Plateau. 36. Bei der Map, glaube ich, nehme ich's. Bei der Map nehme ich's.
Na, da ist der hier echt noch am besten, ne? Da verschenke ich halt Platz, leider. Fünf. Elf. Nochmal so ein Ding. Oh, da war was. 18, die nehmen wir. So, wir haben nochmal was frei. Oh ne, kein Ressort. Obwohl, wir könnten es mal versuchen. Mit einer 17 und Blumenfeldstatue. Plateau. Wenn wir hier noch ein Plateau hinmachen. Und dann das Ressort. Ein bisschen Platz lassen. Machen wir für 8 hin, dann haben wir noch die ganzen Villen. Ein Sägewerk. Oh. Hier war eben eine 7. Ich glaube, besser kriegen wir es nicht hin. Hier ist auch noch eine 7. Okay. Nehmen wir eine Taverne. Wo finden die es denn besser? Bei den normalen Häusern. Ja. 17. Na, besser wird's nicht. Normales Feld. Hm, leider nicht so viel. Schade. Und ich glaube, das könnte es jetzt gewesen sein. 17. Das war auch eine U23. Gucken. 20. Oh. Oh. Das gibt's nicht. Sechzehn, 17. Es fehlt echt ein Punkt, Alter. Das gibt's nicht. 21, ich krieg's nicht hin hier. Hier ist auch nix. Oh mein Gott. Reicht das genau? Okay, ja, den Tempel, den werden wir nirgendwo hinbekommen. Dann bleibt echt nur das Plateau, aber ich glaube, das war's jetzt. Ich glaube nicht, dass ich das jetzt hier noch hinbekomme. Steinmetz, Algenplantage. Aber wir wollen ja noch ein bisschen was drauf bauen können, ne? So. Da hatten wir noch eine 22. Wie gesagt, jeder verdammte kleine Dreckspunkt zählt hier. Zack.
glaube, hier kann man Felder auch drauf bauen, ne? Mhm. Na, 5 ist echt nicht viel, aber... Ein Stadtzentrum. Das könnte jetzt doch ein bisschen schwierig werden. Oh, hier sind wir noch drin. Machen wir es hier hinten hin. Dann wird es jetzt aber schon knapp. Hier waren 19 irgendwo. Naja, das war's jetzt. 7. 8. Wo wir hier die ganzen Dings kriegen. Nee. 7 bis 8 ist das meiste, was wir hier noch rauskriegen. Dann nehmen wir das mit, was wir jetzt noch kriegen können. Und gehen zur nächsten Insel. Nehmen wir die 8. Zack, zack. Ja, es haben ein paar Punkte gefehlt, aber ich hoffe mal, wir haben trotzdem... Los geht's. Doch noch einigermaßen gute Ausgangslage, damit wir einfach noch ein bisschen besseren Highscore bekommen. Ach du meine Güte. Alles klar. Das ist heftig. Wir können eine Statue bauen. Mehrere sogar. Okay, das müssen wir uns gut überlegen. Also wir machen auf jeden Fall eine hier unten hin. Dann haben wir nämlich hier alles zum Bebauen. Dann würde ich sagen hier. Und eine hier hinten. Holzfäller-Pack. Machen wir lieber Ziegel. Die passen hier unten besser hin. Ich glaube, Ziegel ist neu, oder? Habe ich, glaube ich, noch nicht gesehen. Hier in die Ecke und dann machen wir hier noch eins hin. So, dann machen wir 17. Ich glaube, ich bin lieber für zweimal so ein Stadtpack oder Holzfäller. Ne, wir nehmen die Stadt. Müssen wir jetzt auch wieder gucken. Gold haben wir hier nicht irgendwo, ne? Ne. Oder doch? Nee, oder ist das Gold hier? Ich glaube, oder? Das heißt, wir machen die Villa-Dinger hier hin. Vielleicht nicht ganz so nah am... Hier oben.
So, und die andere Stadt machen wir aber komplett auf der anderen Seite. Ich sage, machen wir mal hier hin. Das hat jetzt nicht viele Punkte, aber... Vielleicht können wir es uns aufheben. Bin ehrlich nicht so der Fan von den Holzfällern. Landwirtschaft können wir machen. Wir bauen mal die Villa-Dinger hin. Landwirtschaft, wo wollen wir die hinmachen? So, hier oben ist eine Stadt, da ist eine Stadt, hier ist der Krempel. Ich weiß gar nicht, ob das Dinger hier unten zählen. Okay, wir brauchen unbedingt nochmal ein Stadtpack. Brauerei geht auch. So, da können wir eine schöne Farm hier unten machen. Hier haben wir sogar noch eine 12. Das könnte jetzt ein bisschen knapp werden hier. Ich muss die hier leider hier so ein bisschen hinbauen, damit wir die Punkte noch mitkriegen. Das ist echt ein bisschen schade. Auch unbedingt noch ein Stadtzentrum. Feld haben wir hier oben. Leider auch nicht so viel. Das Hopfending kriegen wir noch mal ordentlich rein, glaube ich. Wir haben nämlich eine 17. Okay. Das reicht nicht, ey. Das reicht doch. 33. 36, 42. Die müssen wir nehmen. Das war sehr, sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier noch irgendwie... Das ist gut. Wir warten mal kurz. Na gut, dann nehmen wir den Holzfäller. Schade. Hopfen wäre besser gewesen. Echt immer nur 5 raus, ey. Oh. Wir haben jetzt einen Holzfäller. So,
Und da wollten wir eigentlich die Stadt hin machen. Aber 16 ist doch eigentlich auch ganz cool. 17 sogar. Machen wir den mal hier so mittig. Vielleicht können wir hier hinten dann noch einen hinmachen. Das ist jetzt echt kacke, ey. 7. 6 ist hier noch mit am besten, leider. Ich hoffe mal, wir kommen nachher dann bis hier oben. Das heißt, wir müssen die hier auch wieder um den Ding. Um das hier rumbauen. Am Arsch der Welt. Ja, es bleibt leider nichts anderes übrig. Uns fehlt das zweite Stadtzentrum. So hätten wir nämlich die Stadt richtig hinstellen können, quasi. Ich meine, sieht auch nicht so schlecht aus, so eine Stadt auf so einem Berg, aber Brunnen, da könnte ein Stadtzentrum mit bei sein. Nee. Okay, aber wir haben ein Hopfenfeld, das ist gut. Das ist gut. Machen wir hier lieber nochmal eine 17 hin. Der Brunnen kommt auf jeden Fall hier hin. Für 8, 31 war da was. Gucken wir nochmal, hier ist 34, 34. Die 7. Das geht mir hier echt ein bisschen auf den Sack. Aber wir brauchen nur noch eine Mühle. Dann könnten wir da auch mehr machen. Aber wir müssen hier schon wieder die opfern. Ja, hätte ich das eher gewusst, dann hätte ich den, glaube ich, doch mehr hier in die Mitte gestellt. Da war jetzt noch ein 8er. Hütte, da könnte glaube ich auch. Ne. Yikes. So, 6. Du wolltest doch unbedingt hier. Ne, die wollen keine Industrie. Nur 4. Fischer, Schamane, Algenfarmen. Ich brauche mehr Punkte. Das ist echt blöd, ey. Wir haben so viel Platz zum Bauen, aber es kommt leider nicht das Richtige, was ich brauche. Das sieht echt nicht gut aus. Ich könnte jetzt sagen, fuck it und mach dann hier die Häuser noch mit hin. Dadurch bringe ich mir aber nachher die Kombo komplett durcheinander. Das ist ja echt ärgerlich. Und jetzt kommt hier auch noch sowas. Ich bin noch nicht mal bei der Hälfte. Yikes. Da haben wir uns so ein bisschen verkalkuliert. Leider.
Wollen die hier irgendwo mitten reinbauen? Klar. So, 70, uns fehlen 30 Punkte. Wir haben kein Stadtzentrum. Das ist so unglaublich wichtig, wie wichtig das Stadtzentrum ist. Krass. Nee. Das ist mir leider zu blöd. Wir müssen jetzt leider die normalen Gebäude hier bei den Villen hinbauen. Wo hier auch alles so ein bisschen kacke ist. Das bringt nichts, sonst hätten wir es nicht geschafft. Ein paar Parks, vielleicht ist da ja ein Stadtzentrum mit bei? Nö. Das ist wirklich unlucky. Nochmal 20. Ja, wieder ein normales Feld. Wir bräuchten mal wieder eine Mühle. Na, jetzt fehlen immer noch so viel. Das reicht gerade so. Oh, hier waren 16. Die nehmen wir. Ein Plateau oder ein Fischer. Ja, ich glaube nicht, das war mit dem Fischer jetzt so viel. Ja, wir kriegen kein zweites Stadtzentrum. Wirklich unlucky. Oder Absicht vom Spiel. Ich weiß es nicht. Aber eigentlich hätte mindestens noch eins spawnen sollen. Na, kann ich nichts machen. Fischer mit 14. Das ist, glaube ich, noch okay. Ja. Nee. Ja. Aber es wird nicht reichen. Eieiei. Versuchen wir jetzt noch irgendwie so viel wie möglich Punkte hier irgendwie rauszukommen. 13. Aber dann war's das leider. Ja, genau. Game over. Die Highscore ist leider auch nicht so cool. Ja, das müssen wir auf jeden Fall nochmal in Angriff nehmen. Die Highscore war echt nicht so cool. Aber sind wir... Kann man hier... Ich will mal gucken, unsere... Nee, da kann ich nur sehen. Ich will mal sehen gern, wie viel ich vorher hatte. Kann man das sehen? Nee. So, die früheren Scores, die würde ich mir gerne mal angucken. Aber es wird nichts, glaube ich. Highscore. Nee. Na gut, war ja trotzdem eine recht lange Folge. Es ist echt schade, dass wir das nicht geschafft haben. Es hat wirklich, meiner Meinung nach, an dem Stadtzentrum gelegen.
Weil dann hätten wir nämlich die auf der anderen Seite schön in Ruhe bauen können. Und normalerweise kommen die immer ganz schön oft. Bei der letzten Insel hatte ich 3 oder 4 Stadtzentren. Und wusste nachher gar nicht mehr, wo ich die hinsetzen soll. Und da, wo wir Platz haben, wo wir hätten 20.000 Dörfer bauen können, kriegen wir keine Stadtzentren. GG. Na gut, ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Und ich guck mal, ob wir noch die Zeit haben, da nochmal reinzugucken. Bin mir da aber nicht so sicher. Jetzt kommen in der nächsten Zeit doch ein paar Games, die etwas größer und wichtiger sind, meiner Meinung nach. Aber es ist trotzdem ein richtig schönes Spiel für zwischendurch. Kann ich euch wirklich nur empfehlen. Und schaut mal rein, es kostet nur 4,99 oder so. Deutscher Entwickler, aus Berlin sogar, immer schön unterstützen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Euch einen schönen Tag, bye bye.